Paragraph 29 Absatz 5 Thüringer Landeswahlgesetz erhält daher folgende Fassung. Die Landesliste ist abwechselnd mit Frauen und Männern zu besetzen, wobei der erste Platz mit einer Frau oder einem Mann besetzt werden kann. Personen, die im Personenstandsregister als divers registriert sind, können unabhängig von der Reihenfolge der Listenplätze kandidieren. Es wird behauptet in den Gutachten, es würde keine Ergebnisgleichheit geschuldet bei dem Gebot der Gleichberechtigung. Aber das stimmt eben gerade nicht, weil wir haben nicht nur Loslaufen, sondern auch Ankommen in unserer Thüringer Verfassung. Vielleicht gleich bei den Rechtfertigungsgründen, die die Frau Marx gerade angesprochen hat. Also Rechtfertigungsgründe können Sie für Ihr demokratiefeindliches Vorhaben, also die Einführung einer strengen Geschlechterquote, mit Sicherheit nicht anführen. Denn das Gebot zur Förderung von Gleichberechtigung steht zwar in der Verfassung drin, in der Tat, ja, aber wissen Sie, was damit logischerweise nicht gemeint ist? Diskriminierendes Verhalten, ja, und massive Einbrüche in Verfassungspositionen. Und genau das machen Sie. Es geht also darum, dass wir Landeslisten quotieren sollen. Welch ein Graus für Sie. Und ich hoffe einfach, dass die demokratischen Parteien auch perspektivisch viele taffe Frauen finden, die sie auf ihre Liste nehmen, damit endlich hier in dem Thüringer Landtag eine ordentliche Diskussionskultur einziehen kann. Danke. Ja. Frau Stange, ich fand Ihre Äußerungen gerade erstens unverschämt und zweitens männerverachtend. Herr Adams, Sie haben gesagt, Sie finden es sei eine Schande, dass in anderen Landtagen nicht so ein hoher Frauenanteil ist wie hier in Thüringen. Ich finde, es ist eine Schande, dass Sie Frauen ihre Lebensentscheidungen vorwerfen. Und als Beispiel nenne ich mal den Stadtrat in Jena. Dort hat die SPD vor der Wahl groß Werbung damit gemacht, mehr Frauen in den Stadtrat. Am Ende der Wahl hat die SPD-Fraktion einen geringeren Frauenanteil als die AfD-Fraktion, obwohl wir keine Quote hatten. Wollen Sie das den Wählern auch vorwerfen? Sagen Sie da auch, das sei eine Schande? Oder ist das vielleicht einfach der Wählerwille? Die Wähler haben ein Recht zu entscheiden. Und wir als AfD, wir stehen für eine freie Wahl.